Beispiel hinter dem Postauto sonst wo abgeben würde, dann kostet das 2 Euro pro Kilometer. Der ist vom Standort entfernt, ist 2 Euro nach Kilometer. Also es ist so, man kann es tun, aber es kostet halt eine Strafgebühr in Anführungszeichen, weil einfach unser Service dann ja gezwungen ist, erstens die Fahrräder zu suchen und ja, also einen weiteren Weg zurückgehen muss und das muss dann einfach wieder umgeschlagen werden. Aber es ist theoretisch machbar. Hast du eine Universität? Also das ist da die Nauplerstraße der Universität. Ja, oben auf dem Morgenstern, das ist draußen. Das ist dann Silcherstraße, Universität, Alter Botanischer Garten. Das ist an dieser Ecke. Nur weil mir gesagt wurde, Universität ist. Das ist genau, weil das so verteilt ist. Da wird man sich vielleicht um die Karten. Das ist einfach eine Kostenfrage, ja. Also eine Karte ist in Auftrag, deshalb ist da nämlich auch noch ein bisschen Platz gelassen. Ja. Also die Karten, die kommen einfach. Die aber man muss einfach bedenken, dass wir wollen jetzt einfach, wir wollten diesen Monat hier ja, starten. Ne? Und man muss das grafisch ja immer schön umsetzen und das dauert einfach seine Zeit. Und wir brauchen im Prinzip für jeden unserer Standorte muss ich extra eine Karte anfertigen lassen, designen lassen von meiner Grafikerin. Und das ist einfach sehr aufwendig. Das gilt genauso für die Flyer. Die sind jetzt allgemein gehalten ohne Karte, aber im Prinzip muss man das für jeden Standort machen. Es finden sich aber alle Standorte für den Fahrradverein Tübingen bei uns auf der Internetseite unter